Hallo, Editha Weber hier. Wir bleiben zu Hause. Historische Schlossanlagen und Gärten sind nach wie vor geschlossen. Und so wollte ich Sie mitnehmen wieder auf einen Lesespaziergang. Große Fürsten und ihre Gärten, mein Buch, aus denen hatte ich im ersten Teil vorgelesen über das Kapitel von Kurfürstin Sophie und den Garten von Herrenhausen. Kurfürstin Sophie hatte eine Tochter, sie wurde nach Berlin verheiratet und sie hat die Gartenleidenschaft ihrer Mutter geerbt. Und so hat sie den Auftrag erteilt, eine sehr, sehr schöne Garten- und Schlossanlage in Berlin, heutigen Berlin, errichten zu lassen, die ganz besonders reizvoll die Ideen der französischen Gartengestaltung ihrer Zeit von Versailles nach Deutschland gebracht hat. Somit beginne ich nun ein Stückchen vom zweiten Kapitel, von Versailles an die Spree, die preußische Königin Sophie Charlotte und ihr Charlottenburger Refugium. Während der Spaziergang durch den großen Garten von Herrenhausen eine Annäherung an das fürstliche Vergnügen Sophies von Hannover beschwört, erzeugt das Promenieren durch den Garten ihrer Tochter einzig einen vagen Hauch barocken Glanzes. Längst hat die Großstadt Berlin den Charlottenburger Schlossgarten umrahmt, umfangen, bedrängt. Die Lage von Schloss und Garten zwischen dem Stadtschloss und den Jagdrevieren auf dem Weg in Richtung Havel sowie zur Sommerresidenz in Potsdam, war einfach zu schön. Eine preußische Meile östlich, das waren 7,5 Kilometer, lag einst Berlin. Wer denkt heute noch an das frühere Dörfchen, wenn der Verkehr hektisch über den ehemaligen sandigen Schlossvorplatz braust? Sophie Charlottes Nachfahren liebten, bewohnten, veränderten, was sich die junge Fürstin wünschte und erschaffen ließ. Es scheint, als sei das Sommerschloss der Kurfürstin und Königin im öffentlichen Gedächtnis bekannter als ihre Person. Allein der heutige Name des Schlosses, der sich zu ihren Lebzeiten noch an der umliegenden Siedlung orientierte und Lietzenburg oder Lützenburg lautete, erinnert an sie. König Friedrich I. in Preußen ehrte das Andenken seiner früh verstorbenen zweiten Ehefrau, als er ihre Sommerresidenz samt umliegenden Dorf in Charlottenburg umbenannte und das von ihr begonnene Projekt eines modisch repräsentativen Schlossensembles zu seinem eigenen machte. Was für ein Glück! Kurfürstin Sophie, jene Mutter in Hannover-Herrenhausen, hingegen zeigte sich angesichts der Namenswahl ihres Schwiegersohnes etwas irritiert. Sie bevorzugte etwa eine Bezeichnung wie Königinburg. Doch vielleicht war die Namenswahl programmatischer, als es den Anschein hat. Sie kennzeichnete den Aufstieg zur königlichen Residenz, unmittelbar vor Berlin gelegen. Auch wenn der von Sophie Charlotte gewünschte Garten längst überformt ist, kann der Blick zurück auf seine Anfänge die kulturhistorisch bedeutungsvolle, leider viel zu wenig wahrgenommene Leistung dieser Fürstin beleuchten. Schließlich ist ihre Position in der Geschichte der europäischen Gartenkunst nicht zu unterschätzen. Ihrem Enkel, König Friedrich II. Von Preußen, war ihr einflussreiches Wirken sehr bewusst. In seinem Werk »Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg« zeichnete er ihr Bild als philosophische Musenfreundin und erkannte ihr die Hauptverdienst in der Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften zu, was die Sicht auf sie bis ins 19. Jahrhundert prägen sollte. Er mag sich ihr auf geistigem und musikalischem Gebiet eng verbunden gefühlt haben. Dass er das Schloss seiner Großmutter nach der Thronbesteigung zur Residenz wählte und durch den Schlossbaumeister Georg Wenzelslaus von Knobelsdorf den neuen Flügel mit seinen Wohnräumen anbauen ließ, kann als Ausdruck dieser Zuwendung gedeutet werden. Auch nachdem Friedrich Sanssouci als Residenz nutzte, blieb Charlottenburg der bevorzugte Ort für die Feste der königlichen Familie. Als die 34-jährige Königin Luise in einem mitten im Schlossgarten errichteten Mausoleum 1810 ihre letzte Ruhe fand, überstrahlte das Gedenken an die schöne preußische Madonna umso mehr die Erinnerung an eine beinahe ganz vergessene, weit weniger populäre Namensgeberin. Doch auch Sophie Charlotte starb bereits mit 36 Jahren. Der Luisenmythos verklärte jene Monarchin unter wechselnden Herrschaftssystemen zum patriotischen Symbol, wobei ihre Mütterlichkeit, Gartenliebe und christliche Demut gänzlich dem typisch weiblich-bürgerlichen Tugendkanon des 19. Jahrhunderts entsprachen.
Dagegen bot eine philosophische Fürstin, die sich intensiv mit Wissenschaft und Musik beschäftigte und recht eigenständig agierte, was an den Höfen des Barock nicht ungewöhnlich war, der Nachwelt anscheinend nur wenig verehrungsvolle Weihe. Zu spröde, zu fremd wirkte sie, um als Vorbild oder als propagandistisches Sinnbild der preußischen Geschichtsschreibung zu dienen. Während man Luise an vielen Orten Denkmäler setzte, da war selbst am Gedenktag zum 200. Todestag der ersten Königin 1905 kein Anlass geboten, auf dem Schlossplatz vielleicht ihre Statue, ihr Denkmal zu errichten. Viel später, als nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dort das Denkmal für den großen Kurfürsten errichtet. Sie sehen also, man kann die Kurfürstin, die Königin Sophie Charlotte, wirklich kennenlernen. Man kann ihren Spuren folgen auf einem Spaziergang durch den Schlossgarten von Charlottenburg, auch wenn der überformt ist, verändert wurde. Und vielleicht kann man eigentlich da beiden Königinnen begegnen, Sophie Charlotte als Initiatorin und Königin Luise, deren Mausoleum sich dort befindet. Vielleicht, wenn die Zeit sich verändert haben und Sie wieder durch die historischen Schlossketten spazieren können, nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie sich vor Ort um. Bis dahin, bitte bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.